Hallo Leute und willkommen wieder hier zu New Super Mario Bros. U. Heute mal mit anderen Mikrofoneinstellungen. Ja, ich habe mal mich ein wenig schlau gemacht und mal mir, nein, nicht den, mal wieder ein bisschen meine Qualität auf meinem Kanal steigen wollte. Wie ihr jetzt auch in den neuen Thumbnail-Styles seht. Und deswegen habe ich auch jetzt mein Mikrofon verbessert. Wenn ihr es gut findet, mal wieder direkt schreiben in die Kommentare oder rechts oben in der Infocard abstimmen. Ich will ja gerade sehr viel verbessern auf meinem Kanal. 60 FPS gehen ja noch nicht, wie ihr ja schon von mir gehört habt. Ich habe Mopsi noch nicht jetzt holen, weil wir sind gerade klein und das möchte ich nicht. Wir machen erstmal weiter mit Eiswürfel, Eisfälle 4. Was das war jetzt, wie der Name hieß, weiß ich jetzt nicht. Und ich wollte schon gerade auf den ersten spinnen. Ja. Ich bin immer noch bei Super Mario Maker. Ja, ich habe schon lange kein New Super Mario mehr gespielt jetzt. Ich habe eine Woche nicht mehr. Ja, ich habe sehr viel vorproduziert, ich weiß. Und das hat anscheinend sehr viel mit den Plattformen hier zu tun. Ach du Scheiße. Nein. Ja, ich wusste es. What the fuck? Ey, die kann man doch gar nicht bekommen. Und die erst recht nicht. Ja, dann gehen wir uns mal direkt umbringen. Und dann hole ich mal eine Eichepilz, ne? Ja, die wollte ich jetzt eigentlich nicht bekommen, aber... Ja, wenn du Stress willst, dann kriegst du halt Stress, ne? Ach du Scheiße, nein. Na Mario, wie schmeckt das kalte Wasser? Super, ne? Besser als Regenwasser. Ach, wenn ich jetzt beim letzten abkratze, ne? Ich jetzt beim letzten abkratze. Okay. Kriegen Stern? Aber den möchte ich natürlich nicht. Boah, wir hatten nur 23 Sekunden Zeit. Heilige Scheiße. Ist ja noch kürzer als meine Englischarbeit. Nein, leider kein Platz dafür, Seite. Ich möchte es nicht. Ich möchte es nicht. Wirklich helfen? Ja, bitte. Wir behalten unser altes Inventar und warten jetzt mal auf den Eispilz. Dankeschön, Bruder. Du wirst auch mal direkt verbraucht. Kann ich den nicht jetzt direkt einsetzen? Schade. Ja, wir machen jetzt keinen Verlust, eigentlich sozusagen. Bis auf den einen Stern, aber Leute. Den einen Stern, den ist es, glaube ich, wert. Also zwei Sterne reichen schon aus. Und ja, dann versuchen wir jetzt unser Glück. Ich hoffe, ich verliere den Eichepilz nicht billig. Habt ihr mich verstanden, Nintendo? Nicht billig. Deswegen versuche ich mich mal anzuschränken. Was habe ich denn da oben gesehen? Da oben ist ja was. Okay. Schade. Also ich komme da jetzt gerade nicht rauf. Wenn da was ist... heilige Scheiße, dann ist es ganz schön schwer. Und wir holen uns jetzt aber erstmal die Starcoin. Ich hoffe, wir kommen auch mit dem Eichelpilz zum Checkpoint, weil nochmal möchte ich die nicht holen. Die holen wir auch so. Sehr gut. Mit auf der Kanone landen. Ob das jetzt so gerade so eine gute Idee war? Okay, Checkpoint. Sehr schön. Aber ich wollte jetzt keinen Eichelpilz verschwenden. Und hier gibt es wirklich keinen Eichelpilz. Wow. Okay, ich dachte wirklich, wir hätten... es gäbe hier einen Eichelpilz. Da, weil ich habe jetzt nur den Eichelpilz eingesetzt. Fuck, ich habe Angst vor dem Vieh. Hier, geh mal sterben. ich habe den nur eingesetzt, weil ich keinen Pilz im Inventar hatte. Oder? Hatte ich? Ein und was ist da unten? Was ist da unten los? Wow. Alter, ich habe gerade schon einen halben Herzinfarkt bekommen. Aber ohne Eichelpilz, das Level? Heilige Scheiße, das ist ja Selbstmord.
Oh. Oh, chill. Und da ist auch schon die dritte Starcoin. Yeah. Sehr cool. Und auch, was auch, glaube ich, noch nicht aufgefallen ist, dass der schöne, hellblaue Mond da im Hintergrund scheint. Sehr schönes Detail. Oh, jetzt kommen wir mal richtig dicken Oschis. Boah, ich wollte gar keinen Wilber einsetzen, aber ich habe es trotzdem überlebt. Zum Glück. Ja, ich hoffe, euch gefällt das neue Mikrofon. Oder die neuen Mikrofon-Settings eher. Ich habe jetzt auch mein Mikrofon gewechselt, ja. Ich habe aber kein neues gekauft. So, jetzt können wir, glaube ich, Mopsi holen. Na, du kleiner Rabauke, du. Ich weiß gar nicht, welches Level das war. Meine Kopfhörer sind irgendwie seit heute dem Stream. Oder seit gestern eher gesagt, im Stream war ich produziere mal gerade wieder vor. Irgendwie voll kratzig geworden. Oh, das war nice. Jetzt komm her, Bruder. Danke. Ja. Super. Und wir kriegen mal wieder eine Pia-Eichel in den Arsch gesteckt. Supi! Es ist gerade eigentlich sozusagen der zweite Test. Ich habe es natürlich vorher noch getestet. Natürlich, sonst würde ich ja hier nicht das nutzen, weil ich hier alles, was ich mache, teste ich natürlich noch einmal. Ich möchte euch nur das Beste bringen. Seit wir jetzt bald die 70 Abonnenten knacken. Und jetzt kommt ein Spielschalter-Paradies. In Eiswürfel, Eisfälle. Okay. Oh nein, wir haben, glaube ich, schon direkt einen Fehler gemacht. Wir haben schon direkt einen Fehler, glaube ich, gemacht. Oder? Nein, hä? Warte. Warte. Wo geht's? Wie komme ich mit der Starcoin? Ich weiß nicht, wie ich an die Starcoin kommen soll. Und dieser Buhu. Der nervt mich irgendwie. Wie komme ich denn an die Starcoin? Bro. Ey, so geht's nicht. So geht's. Okay, dann gehen wir schnell rein. Super. Und hier gibt's schon wieder, wenn ich die Tür noch nicht wette, dass da oben irgendwas ist. Oh fuck, der Buhu. Du. Hi? Oh. Okay. Und noch nichts an den Seiten. Okay, dann vertraue ich dem Braten mal. Und wir gehen in die untere Tür. Was gibt's denn hier? Ja, nichts allzu bewegendes. Oh. Hör auf, mir zu folgen. Nicht so nett. Nicht so nett, ja. Ein Deutsch on point. Ich möchte aber jetzt mal da runter. Vielleicht ist da unten ja was. Warte mal kurz, kann man vielleicht da unten rein? Nein. Da auch nicht. Ja, beim Geisterhaus kann alles passieren. Also, das haben wir schon in New Super's Wii kennengelernt. Okay, dann vertraue ich das mal. Vertraue ich den Entwickler mal. Und denke, dass da nichts ist. Ich bin ja eh nicht so ein Fan von Geisterhäusern. Sie haben richtig geiles Design, ja, aber sie sind echt sehr schwer, alles zu finden, ne? Auf Anhieb. Was ich auch jetzt letztens angeguckt habe, das ist... Boah, was ist denn jetzt los? Ein Schnittprogramm gibt, was ganz cool ist, wo man einfach das direkt cutten kann, aber nicht rendern muss. Und das ist sehr praktisch für mich, weil mein PC ist echt gerade nicht so der beste und das wird dann bestimmt stundenlang rendern. Und nein. Okay, wir dürfen... Die müssen nicht einsammeln. Wir können sie auch gar nicht einsammeln, oder? Okay, wir brauchen sie... Warte mal kurz. Trick 17! Du. Jetzt bin ich aber nur noch das Ziel, Bruder. Wo geht's denn weiter hier eigentlich? Hier? Nein. Ach, da unten bestimmt. Da unten, oder? Ja. Dann gehen sie rein, ne? Können sie rein, können sie rauskommen. Okay, ein Türenlabyrinth und wir haben schon wieder irgendwas mit dem P-Switch. Da unten? Vielleicht irgendwas? Nein. Diese Buhus, ne? Wenn die einen verfolgen, ne? Boah, ich hasse das, wie die Pest. Also sollten die Münzen lieber nicht einsammeln.
Vielleicht direkt in die Tür versuchen reinzugehen. Die ging nicht. Vielleicht die andere. Ja, da geht's. Und wir finden. Nichts. Eher gesagt, ja, nichts. Okay, dann gehen wir mal in die Tür. Was gibt's hier? Ein Pfeil, der uns in diese Tür lenken möchte. Ja, dann gehen wir auch mal rein, oder? Eilert können doch nie täuschen. Ja, wollte das sagen. Und dann verkackt das. Ist klar. Und wenn ihr neu auf dem Kanal seid, könnt ihr ihn ja auch ruhig abonnieren. Damit macht ihr keinen Fehler. Ihr kriegt natürlich die neuesten Nintendo Switch-Titel. Und irgendwie möchte ich nochmal in den Raum hier. Der kam mir irgendwie so sehr verdächtig vor, finde ich. Gibt's hier denn wirklich nur hier so ein paar Items? Oder gibt's hier noch viel mehr? Weil das da oben, also, es sieht mir auch so verdächtig aus. Also wenn man jetzt da so hin möchte. Aber das ist ja auch nichts. Hä? Ich verkack gerade beim Level. Ich weiß nicht, wo der Exit ist. Bros? Ich weiß nicht, wo der Exit ist. Ich bin doch nicht Super Mario World, ja. Nicht in die Buche springen, Mario. Hä? What the fuck? Ich weiß jetzt nicht weiter, Leute. Wir gehen nochmal hier rein. Nee, wir können auch nicht zurück. Gibt es hier vielleicht irgendwie eine versteckte Ranke oder sowas? Echt hier beim Buhu? Nein? Echt nicht? Are you serious? Hä? Was? Deswegen hasse ich Buhu-Häuser. Ich kann da auch nicht mehr rein, also. Warte! Nein! Nein! Oh, das müssen wir schnell sein, müssen wir schnell sein. Ich bin, glaube ich, ganz schön langsam. Nein, da oben war, glaube ich, eine Starcoin. Ja, ich kenne das Level, da oben ist eine Starcoin. Und wir haben sie sogar mit dem Eichelpilz nicht bekommen. Was? Wollt ihr mich jetzt verkackeiern? Ja, moin. Ist klar, ne? Mit dem Eichelpilz eine Starcoin in der Luft nicht bekommen. Boah, aber ich habe mich doch gar nicht so schlecht angestellt. Oder habe ich jetzt da irgendwas übersehen, weil ich jetzt gerade wirklich komplett doof. Kann ja sein. So, kommen wir da ohne die Spasten zu berühren durch. Ja! Und dann kämen wir in Eiswürfelfälle, Castle, Wendy, Steinblock, Festung. Ich bin gespannt, was die jetzt hier so für uns parat hält. In dem letzten Castle war es ja ganz schön heftig, ne? Ja, wenn ich da rein kann. Ich nehme gerade schon die Szene auseinander. Also, mein Gott. Ich bin echt sehr beeindruckt von mir. Wenn ihr ein Abo da lasst, dann versuche ich aber ein bisschen besser zu sprechen. Aber wenn nicht, dann nicht. Und ich kann schwören, dass da unten irgendwann mal was sein will. Nein! Will ich verarschen? Okay. Wett nicht, ich überspringe jetzt gleich irgendeine. Und dann ist da eine Starcoin. Ich kenne doch mein Pech. Ich kenne es doch. Okay, ist da unten vielleicht was? Ich weiß es nicht. I don't know. Vielleicht da oben? Auch nicht. Kriegt man vielleicht sogar einen Eichelpilz in dem Level? I don't know. Oh no, nicht die Viecher. Ich hasse die. Ey, wie ihr wisst, ich habe das Spiel schon mal gespielt. Und das ist die erste Starcoin. Okay. Ey, dürfte kein Problem sein. Mach so. Dann zurück. Und dann haben wir es schon.
Sehr schön. Okay, das dürfte jetzt aber nicht sehr schön werden. Hoffe ich. Nein, ich... Nein, ich hoffe, es wird gut laufen. Und das war... Wieso habe ich keinen Wandsprung gemacht? Bin ich blöd? Also das war jetzt echt mein Fehler. Aber, Alter, diese Kopfhörer. Ich hole mir gleich andere. Also, ist, ich habe ja immer hier so... Ich habe 3 Kopfhörerpaare immer zur Verfügung. Aber die, die ich drin habe, habe ich mir eigentlich brandneu gekauft. Aber die haben irgendwie so einen komischen... Wie soll man das nennen? Kein Lautsprecherregler, sondern... Ja, wie nennt man das? I don't know. Irgendwie so ein... Ach so! Ach so! Das sind diese Steine. Ich denke schon, was plätschert denn hier so? Aber wie komme ich da rauf, bitteschön? Ach so, oder was? Ah, ist hier was? Was? Nein? Alles klar. Ja, hier könnte halt überall was sein. Die ganze Zeit, ne? Die ganze Zeit. Wow. Okay. Und darüber. Übel schlecht. Und ich werde, glaube ich, sogar sterben. Hä? Darkcoin? Nein. Ich werde, glaube ich, sogar sterben, oder? Ich bin jetzt nicht dumm anstelle. Was? Achso, das Level kenne ich. Ja, das kenne ich, genau. Aber das wird jetzt sauhart. Alter, wenn ich das schaffe, ne, dann möchte ich einen Gratis-Cheeseburger. Also, Mac ist, wenn ihr das seht, ich möchte es. Gratis-Cheeseburger! Gratis-Cheeseburger, bitte! Okay. Nein! Fuck, man! Ach, Mist, ey. Ark! Nein! Aber wo habe ich mich denn da treffen lassen eigentlich? Wenn ich mal fragen darf. Wie billig war das denn? Was ist das denn? Ich sollte mir eigentlich erstmal an Gewinnen richtig sprechen, bevor ich richtig kommentieren kann. Gute Let's Plays für meine coolen Abonnenten. No. Okay, Schleim ist schon mal für den Part erledigt. Okay. Strichliste ist schon mal gut auf Tour. Mist, ey. Ich nehme gerade. Okay, und wenn wir jetzt noch alles Darkcoins kriegen, dann ist meine Strichliste vollständig. Und natürlich Wendy noch besiegen. Okay, also immer nicht zu... Ja, Volta sagen und dann springt er genau in sie rein. Oh no! Das kann jetzt nicht sein, Alter. Komm! Bitte nicht so wieder failen wie im zweiten. Oh, bitte, Alter. Mario! Alter, kann man die nicht... Ach, Alter, ich hab mich aber... Ich treffe mich immer so... Ich lass mich immer so billig treffen, Alter. Das riecht mich so auf, ne? Jeder Treffer, den ich reinstecken muss, ist billig. Ich drehe hier gleich völlig am Rad. Ohne Scheiß. Wisst ihr was? Ich scheiß auf die Starcoin. Ich hole den nächsten Part nach. Ich möchte jetzt einfach nur noch das hier schaffen. Aber nicht nochmal sterben, bitte, so lame. Alter. Ha, Junge. Also, Gott, du möchtest doch echt irgendwie, sag ich mal wieder, völlig unnötig sterben, ne? Also, ich hab's irgendwie mit den Castles, ne? Ich weiß auch wirklich nicht, warum. Ich kann's euch wirklich nicht erklären. Aber ich habe wirklich eine riesige Schwäche für die Castles. Muss ich echt mal zugeben. Oh, fuck. Ja, okay, ist gar nicht so schlimm. Okay, ist hier vielleicht sogar eine Eisblume drin? Ja. Das heißt, wir können sogar 2 Treffer einstecken.
Das war echt mega schlecht. Okay. Nein, ich sterbe. Nein, 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 nein! Und wir sind schon wieder tot. Geil! So. Also wir müssen jetzt nochmal die Eisblume schaffen, ne? Ach. Ich knall deine Mutter ab. Weißt du was, wir rasen jetzt da so durch, als würden wir die Japaner aus New Super Mario Bros. Wii sein. Oder Nintendo Beyblade. Auch ein guter Abonnent von mir. Immer on top. Wenn es um Sachen wie New Super Mario Bros. Wii geht. Dann ist er mal voll dabei. Ich bin voll dabei! Kennt diesen Typen? Ich bin voll dabei! Boah, aber ich stelle mich auch immer blöder an, ne? Okay. Alter. Ich muss echt mal so einen Kurs für Ruhige machen. Also ich bin immer tierisch nervös. Ich weiß auch nicht. Okay, come on. Okay, fuck, jetzt habe ich meine Kopfhörer rausgerissen. Scheiße! Ja! Yeah. Okay, weiter. Zwei Jumps. Warten. Okay. Ruhig bleiben. Nochmal ruhig bleiben. Aber ist gut, war es gut? Ah, scheiß drauf, renn einfach. Okay, wir sind Super Mario. Wir sind Super Mario, Leute. Wir sind Super Mario. Fortschritt, Fortschritt, Fortschritt. Das wird in die Geschichtsbücher eingehen. Hey, wo soll ich wirklich... Komm, der Part ist eh schon so lange. Ich möchte wirklich ihn nicht noch länger ziehen, als er schon ist. Deswegen rennen wir jetzt einfach zum Ziel. Und krallen uns die Feuerblumen und scheiße. Ich kann mich an den Bosskampf erinnern. Der ist kacke. Der ist richtig kacke. Weil ich konnte ja sogar Wendy schon New Super Mario Wii nicht. Vielleicht, wenn ich dieses Schnittprogramm gerade benutze, werdet ihr noch am Ende des Parts sehen, wie ich die dritte Starcoin hole. Aber jetzt geht's gegen Wendy und sie wird wirklich nicht einfach werden. Oh! Die Feuerblumen sind richtig effektiv. Also sollten wir die Feuerblumen gut behalten können. Und sie nicht herschenken. Okay! Okay, wir sind gut dabei, wir sind gut dabei! Wir haben drei Leben, sie eins. Come on, come on! Come on, come on. Kennt ihr dieses Lied? Come on, come on. Ist jetzt nicht mein Lieblingslied, aber ist auch nicht schlecht. Come on, come on. Ja. Mal wieder die Frau verbrannt. Alltäglich bei mir. Spaß. Ja. Und nach Hause weg. Der Privatjet wird explodieren. Ah, schön. Nein, ich bin kein Frauenfeind. Und dann haben wir jetzt auch die dritte Welt abgeschlossen. Und wir können speichern erstmal. Und dann machen wir nochmal zu guter Schluss einen Überblick über unsere Sternmünzchen. Und sehen, dass sie sogar im Geisterhaus eine vergessen haben. In der Burg und im Castle. Dann werde ich mich mal schlau machen mit dem Schnittprogramm. Und dann sehen wir uns im nächsten Part. Haut rein.